Wir sind schon unterwegs heute in der Kaffee-Region hier in der Nähe von Alcala und haben da eine kleine Bustour. Geht nachher in ein Tal rein. Wir werden Kaffee sehen, wir werden Palmen sehen. Und was wir jetzt sehen, ist ein Denkmal für die Ureinwohner. Kimbacha heißen die. Und die ein bisschen lärmig. Die Kimbacha, die haben das Land hier schon 500 vor Christus besiedelt und eine Hochkultur erschaffen. Und die wurden dann durch die Spanier weitestgehend ausgerottet. Wir sind jetzt im Valle Cocora. Da hinten sieht man es. Cocora ist eine Häuptlingstochter von einem Indio-Stamm, der hier oben gelebt hat. Und was es hier gibt, sind Palmen. Und zwar die höchsten der Welt, bis zu 60 Meter. Und das sind sogenannte Wachspalmen. Der Nationalbaum von Kolumbien. Und hier wächst er auf 2500 Meter. Sehr anfällig und wird akut bedroht von dem da. Das sind Avocados, die bringen mehr Geld und dann werden die hier halt gepflanzt. Und das vertragen diese Palmen nicht. Okay. Wow, diese Stimmung. Jetzt waren wir hier in so einem Lokal essen. Also es gibt ein Gericht mit Suppe und Hauptgang und einem Saft dazu. Und das kostet umgerechnet ungefähr 3 Euro oder 3,50 Franken. Schon günstig. Und war auch erstaunlich gut. Ist so vergleichbar mit dem, was man so in Süddeutschland als Besenwirtschaft bezeichnet, kann man sagen. Ganz einfacher Gasthof mit einem Gericht, war aber wirklich lecker, gut gemacht. Ja, und hier der Ort Salento ist natürlich schon ein bisschen touristisch, ist nicht ganz das wahre Leben von Kolumbien, aber auch nicht so irgendwie Touristenramsch oder irgendwas. Das ist alles noch sehr ursprünglich, aber gepflegt. Jetzt sind wir hier in einem kleinen Ort namens Finlandia. Hat mit Finnland aber nichts zu tun. Das bedeutet eher sowas wie Tochter der Anden. Und hier auf dem Hauptplatz sind wir jetzt. Auch etwas touristisch hier, aber auch ganz nett. Ich glaube, hier wäre mal ein Kaffee nicht schlecht. In Finlandia geht es jedenfalls mit der Farbenpracht ungebremst weiter. Ansonsten ist der Ort ähnlich wie Salento. Mmh. Lecker, lecker, lecker. So sieht jetzt die erste Etappe aus. Geht da über diese kleine Schlucht drüber. Und da muss man drüben wahrscheinlich ein paar Schritte laufen. Und dann geht es weiter hier den Hang runter. Thank you.
Cuando lo van a coger del árbol es más pulida para. Es más delicado. Exacto. Okay. Entonces, werden dann die die Kaffee und Bohnen und wenn man die. Wenn ihr mich jetzt hier so seht, es ist zwar Fastnachtszeit, Karnevalszeit, aber das ist jetzt nicht der Grund für meine Verkleidung. Wir schauen uns jetzt hier mal die Kaffeeproduktion an. Also den Anbau und die Lese von Kaffee. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich so ein bisschen das Problem, dass die Dinger gar nicht reif sind. Die Kaffeekirschen, die werden rot. Die roten sind reif. Da hätten wir jetzt zum Beispiel welche, die wären reif. Seht ihr das? Wo sind sie da? Ah! Die sind reif. Und die hier nicht. Die Kaffeepflanzen hier, die werden maximal 10 Jahre alt. Und nach 5 Jahren werden die mal geschnitten. Dann wachsen die wieder ein bisschen neu raus. Aber nach 10 Jahren ist das dann vom Ertrag her nicht mehr so prickelnd. Und dann werden die umgehauen und neu gepflanzt. Und die Kaffeepflanze laugt den Boden nicht aus. Das heißt, man kann den Kaffee hier immer wieder anbauen. Und hier auf der Plantage geschieht das schon seit über 100 Jahren. Was auch so ist, man muss diese Kaffeepflanzen spritzen gegen Schädlinge. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Neben dem Nabelloch sozusagen ist ein kleines Loch, komm, stell scharf. Ja, schwierig. Da ist noch so ein kleiner schwarzer Punkt. Und da geht ein Schädling rein und da muss man gegen spritzen. Also Bio-Kaffee gibt es jetzt hier auf dieser Kaffeefinca nicht. Und die, die gut sind, die lesen hier an diesen Sträuchern so 400 Kilo am Tag. Das ist dann nicht so ein Spielzeugkörbchen wie das hier, sondern da hast du dann 12 Kilo in so einem Korb drin und musst hier in diesem steilen Gelände damit rumlaufen. Ja, diese Recolecta de esa forma. Por eso es que el coco está más grande. Also wie es aussieht, hat die Gruppe heute Morgen. Y por este lado va a caer lo que la cáscara, la cereza del café. Va a caer a unos tanques con agua. Ahí se deja de un día para. Das ist ja eh gleich fertig. Du kannst zu Ende drehen da. Das geht ziemlich schnell. Ja, aber guck mal. Guck mal hier. Das ist schon, ne? Ja, das Endprodukt nach Trocknen, Rösten, Mahlen. Das haben wir dann hier. Einfach gemahlener Kaffee, gemahlenes Kaffeepulver. Und damit macht man dann das, was alle machen. Kaffeemaschine. Gebrüht, mit Druck oder in der Kapsel.